Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier ist endlich der dritte Teil. Ihr habt alle drauf gewartet, ihr wolltet ihn alle unbedingt sehen und gucken, wie mein Zimmer jetzt endlich aussieht. Ich drehe dieses Video jetzt einen Tag, bevor das Video online geht, also nicht wundern. Aber mein Zimmer sieht so, so geil aus. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Genießt das Video und genau, let's go! Ich zeige euch jetzt die ganzen Sachen, wie versprochen, die ich bei IKEA im zweiten Teil gekauft habe. Wenn ihr den zweiten Teil noch nicht gesehen habt, dann drückt einfach in den Link in der Infobox, dort ist das Video verlinkt. Und ich zeige euch jetzt einfach mal all die Sachen, die wir gekauft haben. Erstens habe ich diese Kleiderbügel geholt. Das sind einfach die besten Kleiderbügel, aber da kosten einfach, ich glaube, 6 Stück oder so oder 7 Stück sind das, immer 6 Euro und deshalb kaufe ich die nie. Aber aus irgendeinem Grund waren die jetzt für 3,90 Euro reduziert und die sind einfach nicht kaputt. Ich denke mal, das liegt daran, dass die Folie offen war. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich mega gefreut, die jetzt für 3,90 Euro ergattert zu haben. Dann haben wir so ein Holzregal gekauft. Vielleicht kann man da geil Fixing-Sprays oder irgendwas anderes reinstellen. Wenn nicht, werden wir es für die Küche benutzen. Zwei Aufbewahrungsboxen habe ich noch mitgenommen. Und zwar dachte ich, sind die vielleicht perfekt für den Schminktisch. Und da haben eine Dose knapp 3 Euro gekostet. Und ich stelle mir das voll geil für Mascara oder Lipliner oder Eyeliner vor. Deko-Zeug durfte auch noch mit und da haben so 4 Teelichthalter 99 Cent gekostet. Dann eine Kerze hat jeweils 1,29 Euro gekostet und dieses Kerzenteil fand ich auch richtig süß und da hat 1,79 Cent gekostet. 2 Euro haben wir dann noch so eine Kellogg's oder Müsli-Dose mitgenommen, weil wir sowas nie finden und das gab es jetzt voll günstig da. 2 Bilderrahmen durften auch noch mit und zwar einmal in den Größen und das ist dieses Motiv hier. Ich fand die richtig schön, so voll classy, aber sehr, sehr schön. Und der hat 1 Euro gekostet, also 99 Cent und der hat 79 Cent gekostet. Wir haben noch 2 Schalen mitgenommen für die Küche, die sind richtig gut, um Müsli darin zu essen und da hat eine 2,49 Euro gekostet. Und dann haben wir noch für 99 Cent solche rosa Eierbecher mitgenommen. Schade, dass es die nicht in rosa gab, diese Schüsseln, aber jetzt sind die Eierbecher rosa. Diese wunderschöne Bettwäsche durfte auch noch mit. Die ähnelt meiner jetzigen sehr, aber es sind andere. Also zu 100% ist es auf jeden Fall eine andere, auch wenn die jetzt sehr, sehr ähnlich aussieht. Weil ich wollte nochmal weiß-graue Bettwäsche haben, dass ich die immer wechseln kann. Und da habe ich mich für diese hier entschieden. Und die hat, glaube ich, pro Dingsens 14,99 Euro gekostet. Hier durfte auch noch mit. Die habe ich aktuell auch in meinem Zimmer stehen. Die hat nur 8 Euro gekostet und die macht immer ein richtig schönes Licht. In meinen neuen Schminktisch dürften 2 solche Tabletts mit. Da hat 1 3,50 Euro gekostet. Und das ist die Nummer für IKEA. 2 Lackwandregale dürften dann auch noch mit. Da hat es 1 6,99 Euro gekostet. Und die finde ich richtig schön, um an die Wand zu hängen. Da ist so ein kleiner Stauraum und die mussten einfach mit. 2 solcher Bretter hier durften noch mit. Die fanden wir auch richtig schön, weil die in weiß sind. Das habe ich auch schon in braun mitgenommen, nur das ist nochmal ein bisschen größer. Und die waren aktuell von 10 Euro auf 5 Euro reduziert. Also da hat 1 5 Euro gekostet und da kann man wirklich nichts sagen. Diesen Stuhl hatte ich ja im ersten Teil mit euch gekauft und den finde ich auch einfach unnormal schön. Das ist so ein richtiger Bossstuhl und der wird an meinem neuen Schminktisch auch unnormal geil aussehen. Und der hat, glaube ich, 140 Euro gekostet. Und diesen Teppich habt ihr auch schon im ersten Teil gesehen, den habe ich auch noch mitgenommen. Der hat 50 Euro gekostet und das ist so ein richtig schöner Fellteppich. Das Lackregal durfte dann auch noch mit. Das ist ein bisschen länger und in braun fürs Wohnzimmer dann. Und dann habe ich mir das gleiche noch in weiß geholt. Das ist aber nochmal ein bisschen länger. Oh, das hat diesen Namen. Für 10 Euro und für 7 Euro. Habe ich mir noch 2 Alex-Regale mitgenommen, die werdet ihr dann aufgebaut aber sehen. Als allerletztes durfte dann auch noch dieses Kallax-Regal mit. Das haben wir aktuell hier auch schon stehen, ist aber noch nicht aufgeräumt. Das habe ich dann noch so eine riesige Platte mitgenommen, die ist über 2 Meter groß und die wird diese Schminktischplatte werden. Wir haben dann angefangen, erstmal alle Sachen in Boxen zu räumen. Ich probiere jetzt mein Glück, mal dieses Regal aufzubauen. Ich bin gespannt, weil wofür braucht man so viele Schrauben? Oh mein Gott. Diese Bretter sehen alle gleich aus. Hallo. Das alte Ding, die werdet ihr nicht benötigen. Wir gehen hier wirklich Schritt für Schritt. Also wir bauen jetzt gerade noch das zweite auf, weil eins ist tatsächlich schon aufgebaut. Endlich. Ich bin echt richtig, richtig happy. Eins ist schon aufgebaut. 2 hatte ich ja noch zu Hause. Und das bauen wir jetzt gerade noch auf. Und genau, es sind jetzt 2 Stunden später. Das ist echt nicht so einfach. Unser Flur ist jetzt auch komplett abgerissen alles und mein Zimmer auch und das sieht so eklig einfach aus. Hier steckt jetzt nur noch das Bett drinne. Ich weiß ja nicht, ob ich die Nacht drin schlafen werde, weil das ist, glaube ich, nicht so gesund für die Atemwege. Vielleicht schlafe ich auch auf der Couch. Das muss ich dann aber freiräumen. Und mein Papa kommt morgen um 9 Uhr und dann tapezieren wir als erstes mein Zimmer, dann den Flur und dann kümmern wir uns um meinen neuen Schminktisch, weil den kommt ja dann weg.
Ich weiß nicht, ob ich mich heute noch viel melden werde. Wir haben jetzt noch Essen bestellt, weil wir haben alle so viel Hunger. Und genau, mehr gibt es eigentlich zu sagen. Alle Sachen sind aufgebaut, die Alex-Schränke. Jetzt fehlt nur noch das Kallax-Regal von meiner Mama. Und diese ganzen Regale können wir ja erst morgen an die Wand anbringen, weil geht ja eh noch nicht. Aber sonst, was wir alles heute machen wollten, haben wir alles geschafft. Mein Zimmer war einfach in einer halben Stunde, die ganze Tapete unten. Und für den Flur haben wir 2 Stunden gebraucht, den abzureißen. Weil da war so eine bekackte Tapete dran. Die ging einfach nicht ab. In meinem Zimmer waren wir in 25, 30 Minuten komplett fertig mit Abreißen. Und mein Zimmer ist 1000-mal größer als der Flur. Endlich was essen. Ey, wir haben so abnormal Hunger, ne? Einfach Pizza, Gnocchis und Salat. Oh, ich freue mich so. Das Wetter ist so schön. Wir haben jetzt 8 Uhr morgens und ich mache mich jetzt einfach so ein bisschen fertig, weil ich sehe echt schlimm aus. Ich bin jetzt fertig gemacht. Ich bin nicht ganz so stark geschminkt wie sonst immer. Einfach nur ein bisschen Concealer und hat den Rest, der dazu gehört, aber alles halt viel dezenter. Und meine Augenbrauen habe ich nur ein Gel drauf gemacht. Wenn ihr mal einen richtigen Natural Make-up Look haben wollt, dann schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Ich warte jetzt auf meinen Papa, der müsste in den nächsten 15 Minuten kommen. Und dann bin ich gespannt, wie es abläuft. Das Wetter ist heute sehr schön, aber nicht so schön wie gestern. Und genau, ich räume es ein bisschen auf, weil, ne? Und dann geht's los. Wir haben jetzt gerade diesen Fließ-Tapetenkleister an. Dabei. Ich habe mir mal so ein schlabber Oberteil angezogen. Mhm. Geil aus. Ich habe mir das echt nicht so geil vorgestellt, wie es jetzt wirklich ist. Und dann machen wir als nächstes diese Wand in Glitzergrau. Und dann muss ich gucken, ob ich diese Wand, also die da, jetzt weiß oder grau mache. Da bin ich auch am Überlegen. Aber ich habe Angst, wenn ich zu viel grau mache. Also die wird ja weiß, die wird weiß. Und habe ich gedacht, das grau und das grau. Aber ich habe Angst, wenn ich zu viel grau mache, dass das Ganze vielleicht zu dunkel wird oder zu sehr eindrückt. Deshalb habe ich auch die schräge weiß gemacht, weil, wisst ihr, wenn so was Weißes von oben kommt, wirkt das Ganze nicht so eingedrückt. Das hatte ich mich einmal und das will ich nie wieder haben. Genau, ich werde mich, wenn wir noch ein paar Fortschritte sehen. Und in meinem Vorher-Nachher-Video habt ihr ja auch gesehen, wie die Wand vorher war. Deshalb bin ich mir überlegen, die war ja damals auch grau. Ich gucke einfach mal. Und dann kam noch ein Paket bei mir an und das ist eine Verlosung für Instagram. Ihr solltet unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbeischauen, denn da verlose ich diese super geilen Sachen und es ist so heftig, finde ich. Wir waren an der Stelle an sich fast komplett fertig mit dem Ziel und ich war so happy einfach. Ich muss sagen, es sieht wirklich geil aus. Mal gucken, ob ich mein Zimmer jetzt auch noch umstelle oder so, wie letztes Mal mache, aber wir richten es jetzt erstmal ein. Also mein Bett steht jetzt schon und wir holen jetzt mal meinen Topper fürs Bett und die ganzen Sachen und dann fange ich an einzurichten. Ich freue mich so. Mein Schrank ist jetzt schon mal eingeräumt und aufgebaut. Wir gehen jetzt als allererstes mal damit, diese Lampe zusammenzubauen, um dass ich wieder eine neue habe. Schon meinen Schminktisch am Einrichten. Den Spiegel möchte ich gerne gleich noch anbringen und ich habe ja noch ein zweites Regal davon. Das mache ich vielleicht da drüber, weil der sieht echt komisch aus. Und dann muss ich mal meine ganzen Pinsel irgendwie einsortieren. Leider sind das noch nicht alle. Ich muss mal Pinsel aussortieren. Ich habe noch 2 solcher Behälter. Meine Fixing Sprays und dann muss ich anfangen, die Schubladen richtig einzusortieren. Genau. Davon abgesehen, wenn ihr jetzt eine Schminksammlung haben wolltet, auf jeden Fall kommentieren, denn ich habe jetzt einfach ein Schminkparadies. Mein Schminktisch ist riesengroß und ich finde es echt mega schön. Heute ist jetzt Sonntag und heute kommt hier schon der zweite Teil online. Das ist jetzt der dritte und wahrscheinlich dann auch letzte Teil. Und eine Roomtour wird auf jeden Fall kommen. Also wenn ihr eine Roomtour haben wollt oder eine Schminktischsammlung oder halt eine neue Kleiderschranktour-Update, dann gebt dem Video mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dass ich Bescheid weiß.
Und genau, ich würde euch jetzt einfach mal die Küche zeigen, wie es jetzt da bis jetzt aussieht. Und da sind wir jetzt auch mit fertig geworden. Im Wohnzimmer steht halt jetzt noch mein alter Schminktisch und die Lichterkette, die muss auch angebracht werden, weil mein alter Schminktisch, den werde ich ja dann wahrscheinlich an jemanden von euch verschenken. Also wenn ihr Interesse habt, kommentiert es mal auf jeden Fall. Also ich sehe halt noch im Top-Zustand, aber halt ein bisschen zerkratzt an der Platte. Aber ich werde den auf jeden Fall nochmal sauber machen. Also wenn jemand Interesse haben sollte, meldet euch gerne bei mir per Instagram. Ich möchte nämlich verschenken, also kein Geld, kein sonst irgendwas, aber halt nur per Abholung bei mir zu Hause. Genau, das muss ich alles noch umsortieren, weil ich habe bei Ikea vergessen, diese Behälter hier zu kaufen. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich in diese zwei neuen Alex-Regale meinen Schmink reinmachen soll. Heißt, am Mittwoch kommt meine Bestellung von Ikea an und dann bin ich gespannt. Unsere eine Küchenwand sieht jetzt so aus. Wir haben die gleiche Tapete halt wie jetzt in meinem Zimmer, diese Glitzertapete. Und das eine Regal, was wir gekauft haben, haben wir jetzt über den Tisch gehangen. Also als kleine Deko finde ich mega schön. Und diese Tischdeko sieht dann jetzt so aus, finde ich auch mega schön. Wir haben dieses Tablett ja zweimal gekauft und die hatten wir ja auch alles gekauft. Finde ich auch mega süß. Dieses Brett haben wir über unsere Küche gehangen. Das finden wir auch eigentlich ganz schön. Ist halt ganz cool für die ganzen Gewürze. Diese Ecke haben wir dann das Regal gemacht und dort stehen jetzt so Alltagssachen drauf. Dieses Regal kommt leider nicht zur Benutzung. Das hat ja 10 Euro gekostet. Zum Glück war es halt nicht so viel, aber in mein Zimmer möchte ich das noch nicht haben. Vielleicht finden wir irgendwann noch einen Platz dafür. Aber ja, leider ist es halt nichts. Unser Flur wurde auch tapeziert. Leider hatten wir ja im Flur hier vor Raufaser. Und daher, weil dieses Raufaser nicht ganz abging, sind jetzt so ein paar Punkte in der Wand. Das liegt halt an dem Raufaser darunter. Aber die Farbe ist schon viel schöner als unsere alte. Und dann hängt hier jetzt noch eine Garderobe. Da wollen wir aber auch gerne noch eine größere und eine neuere kaufen. Und ich habe diesen Lichtschalter mit meiner Mama entdeckt. Und Mama, bitte bestätige es einmal. Wir wissen einfach nicht, wofür dieser Lichtschalter ist. Für den Speicher, ist er nicht, für den Flur ist er nicht. Wir wissen einfach nicht, woher der kommt. Das ist ein Türöffner, der nicht funktioniert. Meinst du? Ja. Weil hier hingen immer an unsere Jacken und wir haben den einfach erst vor ein paar Tagen entdeckt. Das war so gruselig. Flur haben wir dann jetzt noch dieses Alex-Regal gekauft. Wir müssen auf jeden Fall noch diese Dinger waschen, diese Behälter, weil die hatten wir noch von meinem alten Zimmer übrig. Aber wir hatten ja dann nochmal so ein neues Kallax geholt und das steht jetzt bei uns im Flur. Und dort sind, glaube ich, meine ganzen Schuhe drin. So Leute, das war es mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Mir hat es so viel Spaß gemacht, diese drei Teile hier zu drehen. Genau, wenn ihr nochmal eine aktuelle Schranktour haben wollt, ich räume dann sogar extra meinen Schrank für euch auf, oder eine Schminktischsammlung oder eine Roomtour, gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, damit zeigt ihr mir das dann. Oder ihr könnt es auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben und dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr als erstes sehen möchtet. Wollt ihr als erstes die Schranktour, eine Roomtour oder meinen Schminktisch sehen? Dann schreibt einfach 1, 2, 3 und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, mich kostenlos zu abonnieren. Ihr seht jetzt hier oder hier mein letztes Video und hier oder hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Ich habe euch alle ganz so lieb und schaut auf meinem Instagram-Account vorbei, denn da startet aktuell eine richtig geile Verlosung und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!